Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. 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 Okay, für die, die neu eingeschaltet haben, ich bin Fatass Power. Ich bin ein bisschen crazy und mein YouTube-Kanal ist ein bisschen verrückt und ein bisschen durcheinander, wie Wurstgulasch und Tomatenmark. Aber ich hoffe, es geht euch wirklich gut. Passt auf, denn es geht heute wieder mal um Röcke. Denn der Sommer kommt immer näher und es heißt einfach Röcke, Kleider, Crop-Tops, kurze T-Shirts, Blusen, Jumpsuits, Einteile. Ihr wisst schon, ne? Ihr müsst richtig eskalieren mit eurer Kreditkarte oder die eures Freundes oder eurer Mutter. Und ja, heute geht es wieder um Röcke. Ich liebe Röcke. Ich habe da so ein Gefühl von Freiheit darunter, was da unten abgeht. Das Einzige, was echt scheiße ist, aber wo ich immer Abhilfe leiste, ist dicke Oberschenkel und ein Wolfreiten. Was ein Wolf ist, das ist Oberschenkel für die, die vielleicht keinen dicken Oberschenkel haben oder das Glück haben, keinen Wolf zu reiben, ist eure Oberschenkel die ganze Zeit so beim Laufen, so. Dann tut ihr wahrscheinlich noch ein bisschen schwitzen im Sommer oder überhaupt. Und dann habt ihr da ganz schnell eine wunde Stelle und ganz schlimm ist es, wenn die aufgeht und sogar ein bisschen Blut da ist. Ja, das hatte ich auch schon. Und ihr geht so wie einer dieser Möchtegern-Typen, die immer die dicksten Eier haben, frisch bereit, weil ich so, nein, im Ernst, schlimm. Aber da hilft Vaseline. Und es gibt mittlerweile so Oberschenkel, Anti-Ubel, Oberschenkelreiber. Aber bei Google eingeben und dann ist die Sache eigentlich auch schon gegessen. Also, Röcke, geil, Freiheit, Luft. Und wenn ihr mit eurem Freund seid, ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Na egal, ich will hier keine Andeutung machen. Fangen wir an mit dem Try-On. Waren die Röcke nicht der Oberhammer? Oh mein Gott, ich bin in love mit Röcken mit einem Schlitz an der Seite, ne? Das wirkt so, das hat Sexappeal, wisst ihr, so wenn das Bein rausguckt oder euer gewaltiger Schenkel rausguckt, das ist einfach, ihr wisst, ich bin crazy, ich hab sie nicht mehr alle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, macht es gut und adios, meine Freunde.